Ah, nein! Jetzt wird's ernst, Leute. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's richtig ernst. Voll. Ja, ich arbeite dran. Ich hab's verpasst. Ja, ich hab's verpasst. Ich wollte den Prost. Ja. Fuck, ich hinke hinterher. Ah, wir haben einen Gegner getötet. Wie haben wir das nur geschafft? Hä, hey, wir haben nur einen Gegner getötet, obwohl drei tot sind? Die können wohl nicht zählen. Ja, warte mal, wie habe ich gerade die letzte getötet? Ach stimmt, nee, ich habe alle durcheinander Dings getötet. Ja? Das heißt, die zwei waren Unfall, hat der Detektiv gesagt. Die anderen nicht. Hätte mir das stundenlang angucken können. Ich versuche da hochzuspringen, ja, Mann. So, endlich kann ich speichern, Mann, weil dieser dumme Bus. So, jetzt, wo müssen wir hin? Jetzt müssen wir der Tussi aufs Klo. Ja, Mann. 60 Meter Entfernung, ja, Alter. Die läuft aber weit aufs Klo. Medication makes me high. Medication. Ne Levitation. Stimmt, ja. Run your fingers down my spine. So, das ist aber gut. Levitation. Na. Ich muss nach runter. Und der Bus fingert Tante vorbei. Warum stinkt die da? Hör dich mal verpissen. Warum stinkt die? Nach Kot. Oh, ich hab ne Idee. Welche? Ich hab noch einen. Ich warte, bis der scheiß Zwerg da drunter steht. Und dann gebe ich ihm so richtig. Und dann rennt die da hin und sagt, oh, was ist denn da los? Was da passiert? Oh mein Gott, der Zwerg ist ja kaputt gegangen. Und dann kletter ich da hoch und dann bin ich weg. Aber der rechte Weg bitte, weil die linke Tür ist zu. Das ist richtig. Levitation! Wir geben dem Zwerg richtig auf den Kopf! Levitation! Nein! Ich stinke! Scheiße, Mann! Ich hab gedacht, der läuft weiter! Ich dachte so, okay, ich löse das Ding aus, wenn er zu sehen ist, weil bis er dann genau drunter ist, dann fliegt das Ding genau auf seinen Kopf. Auf seinen Kopf. Fliegt auf seinen Kopf. Ich brauch einen Drink. Dann trink erstmal deinen Drink leer. Ich trinke nicht Vodka. Ist mir egal. Ich trinke Gin. Zuckerbier. Der schnüffelt dich bestimmt klein. Ach, der schnüffelt einen Scheißdreck. Ja doch, der hat vorhin schon mal geschnüffelt, aber der soll sich ruhig kaputt schnüffeln. Okay, war der Anhänger. So, ich hab nur das. Guck mal, ob der Zwerg jetzt. Guck mal, der Zwerg läuft. Der Zwerg läuft. Sofort. 3, 2, 1. Achtung, pass auf. Kannst du überhaupt schon ein bisschen. Jetzt. Pass auf. Oh, der riecht mich schon. Jetzt ist es scheißegal. Und. Zackel, zuck. Verdammt, oh, was für ein Unfall. Hä? What? Da läuft er gar nicht vorbei. Nein. Und es juckt nicht mal irgendjemanden. Du hättest einen Ablenkungsgegenstand hinwerfen müssen. Neu starten die ganze Mission. Sind wir dabei? Alter. Deine Reaktionsdelay sind aber auch 7 Sekunden, oder? Immer. Medication. Dann ist 7. Was? 6 Sekunden. Achtung, jetzt schmeißen Gegenstand hin. Auch noch. Ja! Ey, muss man hier so viel opfern dafür? Ja! Was muss man viel mehr opfern für einen Toten? Alter. What the hell was this? Das interessiert ihn, Tante, halt einfach einen Scheißdreck. Wie wär's, wenn du einfach unsichtbar da hochkletterst? Must have been dreaming. Ja, ich glaube, das wäre besser, aber ich will den Gegenstand noch haben. Ohne Scheiß, ich hätte nie gedacht, dass ich für einen Ablenkungsgegenstand lad. Niemals. Ich auch nicht, aber langsam wird. Werden die Gegenstände knapp. Weil für jeden Scheiß brauchst du irgendwas. Jetzt machen wir unsichtbar hier. Bam, chicka, bam, bam. Ja, genau. Bam, chicka. Hey ho, hey ho. Wir sind vergnügt und froh.
Ich speichere mal. Und dann sauf ich mal geschwind. Das hat die gehört oder was? Halt dein scheiß Maul. Da hat jemand getrunken, das habe ich ganz genau gehört. Mhm. Uck, uck, uck. Zwerge stinken ganz schön. Ja, aber eigentlich müssten sie durch ihren eigenen Gestank den anderen Gestank gar nicht riechen können. Mhm. Und los geht's. Alter, was sind die für ein komischer Anführerverschnitt, Mann? Der chillt die vor unserer Fresse. Also wenn ich jetzt so einen hässlichen Helm auf hätte, dann wäre ich schon längst tot. Geh was arbeiten, Mädel. Schaff was für dein Geld. Jetzt, los, deine Chance. Also nicht töten, sondern vorbeilaufen. Ja, die dreht sich hoffentlich nach rechts um, anstatt nach links. Ja, komplett Banane, wenn die sich jetzt nach links umdreht. Gott sei Dank. So, wo sind die jetzt? Wo sind die Pissen? Da! Alter, for real? Bietet ihr da Runde ab oder was? Ja. Hey, hallo! Ich hab gedacht, ich muss pissen. I'm on the man! I'm on the man! I am the man! Ja, ist er nicht. Alter, wie viele sind da? Ich soll die nur bestehlen, ne? Aha. Ja, leck mir am Arsch. Ist ja irgendwo ein Riesenkronleuchter. Kann ich den Kronleuchter runterjagen? Also die wiederholt sich. Ja, Mann, der scheiß Gelaber gibt mir jetzt schon übertrieben auf die Nüsse, ey. Wie machen wir das jetzt? Wie wär's mit unsichtbar hinlaufen? Mit unsichtbar zurück? Und stehlen, unsichtbar weg? Meinst du, das reicht in der Zeit her? Meinst du, ich komm da hoch? Nee. Probier's. Crazy for real! For real! Guck mal, da gehst du da zu dem Becher da hinten rechts und gehst mal Kaffee trinken. Ab in den Kaffeebecher, Junge. Kaffeebecher? Da der ganz linke da, da kannst du drin verstecken und dann kannst du dann. Bist du erstmal hier safe. Und dann kannst du jetzt unsichtbar da runterspringen und. Oh, keine Ahnung. Warte mal. Fuck, der Plan läuft nicht so, wie ich mir das denke. Weil der Hinweg ist okay. Would that thou grant strength and ability to our bodies purify our hearts? Wie wär's mit dem wenn du Ablenkungsgegenstand schmeißt, dann ist die auch ein bisschen abgelenkt. Das ist scheiße, ey. Ja. In dem Moment, wo die irgendwie alle weggucken, kann ich eigentlich losziehen. Würd gern runterspringen. Ah, versteck dich in meiner Kaffeetasse. Okay. Who protects us from impurity? Was hat die da oben jetzt bitte gesehen? Das ist behindert. Nice. Our hearts, our Ficke, our scheiß die Wand an, our mir egal, our interessiert überhaupt keinen Menschen. And may our pain atone for our misdeeds. Let Alter, was geht ab? Bist du hier mal Bayern? Nee. Our self! Leve self! You know you should read Infiltration for Dummies. Stealth for Noobs. Levitation. Would that thou grant strength and agility to our bodies, purify our hearts. And may our pain ich werde echt so den Timer wieder nicht gestartet. Den Ton ausschalten. Wir haben den Scheiß-Timer wieder nicht gestartet. Du kannst mal am Ton gucken. Welchen? Den da? Nee, den da. Scheiße, Mann. Our light in the darkness, who protects us from impurity. Your light in the darkness, you protect us. Would that thou grant strength and agility to our bodies, purify our hearts, and may our pain atone for our misdeeds. Wir sind bei 9 Minuten 42 Sekunden. Let not our hands tremble when we slay our foes.
Was? 9 Minuten? Ja. Ich stelle mal auf 17. Ne, 19. Ach. Wir machen immer noch jetzt alles falsch. Jetzt. Schnell weg. Nicht das geringste gesehen. Alter, wie geil. Wir sind so stealthy. Herbert, Mister. Ich muss erst mal aus der Scheiße hier wieder rauskommen. Wie heißt denn das Metal Gear Solid? Snake! Shut the fuck up! Sorry, G. I thought Snake was dead. Didn't even break a sweat. Human drink. Ja, man macht das. A light in the darkness! Ich hab mir die ganze Zeit das gerade gefragt, weil du jetzt in der Mission nicht sterben kannst. Bin ich die ganze Zeit dran? Ja. Ja, wenn ich das nächste Mal entdeckt werde, muss ich den mal abgeben, ey. Das geht so nicht, glaube ich. Vermutlich. May our pain enlighten the darkness in my ass. Because it's so duster. Because I'm driving a duster. Also die Ginflasche ist jetzt leer. Das ist schön. Das ist wunderschön. Ich hab schon leichten Kopf, wenn ich ehrlich bin. Ich auch. Schön. Schön. Alter, ernsthaft? Ich hab's ja echt rausgeschafft. Ich glaube, ich bin... Foril! Ah! Oh, hier ist noch einer. Foril! Foril. Foriality. Foriality. Oh, Alter, ey, bin ich froh, wenn ich hier raus bin aus dem... Weißt du, wie ich froh bin? Wenn das Spiel fertig ist. Ja! Scheiße, genau. Mann, ich auch. Spiel, szenieren, wie das denn so war, da wird das ein lustiges Gespräch. Das glaube ich auch. Das wird ein Spaß für die ganze Familie, für Groß und Klein und Schwein. Auf jeden Fall. Ah, Babe, ein Schweinchen namens Babe. So. Ein Schweinchen trug ein Cape. So nennt es sich Bettschwein. Auf jeden Fall. Bettschwein. Das Spiderschwein war Simpsons, ne? Spiderschwein, Spiderschwein. Kennst du das? Tut alles, was ein Spider-Schwein tut. Das Original habe ich immer noch nicht gehört, wie es in Englisch heißt. Spider-Pig, Spider-Pig. Das whatever Spider-Pig does. Oder so. Das. Das. Das ist Vergangenheit. Das. Oh ja, nimm erstmal. Nimm einen Schluck, wie das in der reingekotzt hätte ich vorher schon. Damn it. Wenn man in die Zukunft blicken könnte, hey, dann. Wie war das, wenn ich eine Vergangenheit, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich in die Vergangenheit reisen und Brot patentieren lassen. Der Hammer. Ich finde schon allein das Patent für eine Türklinke geil. Was auf ist jeden Fall. Scheiß Zwerg los, Alter. Patent für eine Türklinke wäre geil, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Wusstest du, was total irrsinnig ist? Ich habe mal eine Reportage gesehen über so einen Typ, der tatsächlich ein Klopapierbefeuchter patentiert hat. Also sprich so, und das Ding ist, ich kenne keinen Mensch auf der Erde, also aus dem persönlichen Umfeld, der ein Klopapierbefeuchter benutzt, also sprich, wo das Klopapier so leicht anfeuchtet, damit du dir besser einen Asch abwischen kannst. Oh, du scheiß Hurensohn, Zwerg, ficke Sicht, Mann, Gimli Fotze! Auf jeden Fall. Hat der durch das Patent für den Klopapier... Entschuldigung, Leute, aber das musste raus. Auf jeden Fall von dem Klopapierbefeuchter, der ist Millionär geworden durch den Klopapierbefeuchter. Wer benutzt sowas, ich Mann? Ich denke auch nicht, das sind drei Menschen auf der Erde, aber wie... Weiß nicht. Jemand, der kein... Wo bin ich? Das Klopapier. Ach du Scheiße, viel Spaß. Wo bin ich? Drüber. Kletter da drüber. Ja, nicht? Genau. Und jetzt rechts da durch. Da durch. Ja. Das ist links. Ja, genau. Kommt drauf an, von wann man zieht. Da musst du hoch. Wo? Da. Da. Ja. Noch mit dir. So, warte. Da steht einer. Nee, warte einfach, bis sie da rüber gelaufen ist. Dann kannst du da hoch und dann rechts aus dem Fenster. Okay. Jetzt? Jetzt? Und jetzt da auf einfach den... drauf. Oh, nicht runterfallen. Ich speichere es hier mal. Ja, genau, speichere es. Sehr gut. Und jetzt muss ich hin. Jetzt mach mal Sicht an. Da ist der scheiß Schmuchtelzwerg, der mich verfolgt hat. Dieses Alter, kleine Ficke. Das war ein Ficket. Und da ist die Nudel, ne? Ja, aber die Nudel interessiert uns nicht. Alter, wir müssen einfach nur die scheiß Treppe runter. Aber da unten kam ich gerade nicht weiter und dann stand auf einmal ein Zwerg vor dem Loch. Und der hat die ganze Zeit so...
Das war der, ne? Ja, pst, jetzt geh mal weg. Hat schon ich auch gedacht. Pst, geh mal weg. Scheiße, ey. Ey, ich darf vom Spiel nicht mehr. Das ist richtig ungewohnt. So ein Arschloch, Mann. Wo musst du denn jetzt hin? Also, geradeaus, bist du querfeld eingewandert oder was? Ich bin halt quer rüber gesprungen und dann bin ich da runtergelatscht, weil die Eule dich sonst sieht. Genau die. Ich hab gedacht, du bist auch quer rüber gesprungen. Quer, nicht gerade. Das war. Welche Richtung quer? Links quer. Wenn du genau in der Richtung guckst und dann sagt man zu dir, spring quer rüber. Okay! Dann ich komm drauf an, was du von quer. Quer im Raum warst. So. Ach, vergiss es. Also wenn der Kompass Richtung Phantasia zeigt und ich aber eigentlich in Richtung Niemandsland möchte, dann springe ich. Dann kommt der Gefangene von Azkaban und macht dich kaputt. Genau. Und dann springe ich aber dann noch Voldemort auf den Kopf dabei. Ah. Leck, komm hier, wie wär's, wenn du in die Pflanzen reinspringst? Nein. Springst einfach so. Das ist deine Definition von quer. Ja, quer in den Raum, verfickt nochmal. Kommt drauf an, von welcher Richtung man guckt. Links, rechts, Mann. Links, rechts, Mann. Ich hab meine Links-Rechts-Leseschwäche. Links-Rechts-Rechtschreibschwäche. Links-Rechts-Schreibschwäche. Rechts-Links-Schreibschwäche. Ja, egal. Ach, leck mich doch am Arsch. Warum müffeln die alle so? Oh, jetzt riecht er das schon wieder. Ich krieg gleich einen Cock in den Arsch. Dann renn. Renn mal um. Du kannst unsichtbar sein, du Penner. Die kannst du dann töten. Lauf weiter. Lauf doch einfach weiter. Du genau so. Was? Wer? Entschuldigung. Ah, Patient. Spring quer in den Raum. Medication. Oh Mann, ey. Der hat nicht mal einen Helm aufgehabt. Was? Was? Keine Ahnung. Mein Arsch. Ich weiß es nicht. Oh Mann, Leute, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo. So, Definition von quer. Medication. Every Zwerg makes me high. Kann man das nicht runterschmeißen? Erlaub. Oh, erlaub. Ja, der riecht dich halt dann wieder, weil du auch so einen Scheißgeruch hinterlässt. Ja, ja. Deswegen gleich durch. Direkt durchlaufen. Komm ich da hoch? Ja, was willst du denn da? Ja, weißt du. Du musst doch runter. Ja, aber. Wohin muss ich denn jetzt durch? Da, wo der Pfeil ist. Das war uncool. Und jetzt zieht dich der Zwerg. Also der richtig. Ja. Der kommt jetzt hinterher gelatscht. Ah, ist okay. Und dann steckst du da unten fest. Ich nehme jetzt einfach den Weg hier. Schluggi, Schluggi. Da links. Ja. Links runter, links runter. Scheiß auf den Säuretrank, der interessiert kein Mensch. Wo muss ich denn hin? Da? Da runter. Ja, Mann. Oh, geil. Oh, hier waren wir doch schon mal. Weiß ich nicht. Ja, doch, hier waren wir schon mal. Bei der früheren Mission. Wo ist denn jetzt hin? Da rüber. Da einfach rüber. Ja, und dann da drauf. Ich speichere es einfach mal. Ja, und dann hier auf so ein Ding ins Dorf. Alle hopp. Geil. 40. Erlaub, und jetzt, erlaub. Und jetzt, keine Ahnung. Da unten. Da müssen wir runter. Soll ich jetzt da runter jumpen? Nein. Später jetzt, oder? Weil da nämlich eine Cockroach rumratscht. Eine Cockroach. Eine Pilzschwabe! Ja, eine Cockroach, Alter. Kennst du es nicht? Ja, doch schon. Aber wenn man das so ausspricht, ist. Kann man eine nicht. Cockroach, Alter. So richtige, fette Cockroach. Fell down headfirst. Ich hab es mal einmal in meinem Leben Geduld, jetzt mal kurz. Was? Cockroach? Ne, ich. In den Cock geroached. Aus dem Cock geroached? Ach, keine Ahnung. Aus dem Cock geroached. Oh, das. Oh! Vorbei. Genau neben dir. Ja, ich hab nur den einen gerade ausgesehen. Die eine, der eine, die einen. Don't fart. Verdammt, das wollte ich gerade futzen. Also for real. Der hat aber gesagt, don't fart. Ich halte mich zurück. Noch nehmen wir auf, ja? War ein Spaß. War nicht lustig. So. Nee, echt nicht. So. Der Alter, die Meldungen von PlayStation, die sind heute häufig. Medication. Du beruhigst dich mal. Wer, ich? Nein. Also, jetzt kann ich springen runter. Nein, doch. Nee, vielleicht jetzt. Nein, nein doch. Oh. Warum ist die Shisha eigentlich aus? Weil die ungefähr schon seit 100 Jahren wieder aus ist. Das heißt, seit 5 Minuten anmachen. Ja, bitte. Gut. Bitte mach sie seit 5 Minuten wieder. Ich arbeite dran, ich kann nicht. Ich werde erstmal Brot patentieren lassen, ich bin gleich wieder zurück. Ja, bitte. Gibst du mir was ab? Was für ein Brot? Wie du sagst. Fick dich.
Ach, scheiße. Das war nicht meine Intention. Ach ja, Mädels, die Jungs an den Bildschirmen, an den Flachbildschirmen, an den Röhrenfernseher. Gesichtern. Cockroachen. Roaches. Alter, da liegt ja voll viel Zeug rum. Voll der Altar hier. Mit den scheiß Kerzen überall. Also der Tabak war eigentlich relativ nicht verschwendet, aber ich weiß nicht, was das für ein scheiß Tabak war. Die Kohlen sind auch noch so halb ganz. Was war das für eine Shisha? Guckst du mal. Die war halt mega sparsam. Sesame, like the man said. Open. Yeah, too easy. Medication. Medication makes me high. Oh, sowas fand ich immer übelst cool, Leute. Solche Spiegel-Games. Das macht echt immer Fun. Ich muss sagen, ich hab mal bei... Eigentlich müssen wir mal wieder The Witness zocken, Mann. Bei Prince of Persia... Fuck my life, jetzt weiß ich gar nicht mehr wohin. Bei Prince of Persia habe ich damals mal ein Rätsel gehabt, so ein Spiegelrätsel. Ich bin halt wahnsinnig geworden, ohne Scheiß. Ich hab's überhaupt nicht mehr gepeilt. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss gerade übrigens. Also ehrlich gesagt, peile ich es gerade auch nicht mehr, ist auch gut schon gut. Nebenbei gesagt, was ich gerade schon aus der Küche geschrien habe, so, wir sollten mal wieder The Witness spielen, ne? Ja, hab ich gehört. Ich habe keine Kommentare zu Hause, Prince of Persia. Ja, weil ich muss den Leuten auch mal mitteilen, was hier so eigentlich Phase ist. Eigentlich muss der hier in die Mitte strahlen. Andere Richtung. Okay, ich glaube, der geht nur so oder so. Ja. Von dem her ist so, glaube ich, eher richtig. Aber dann geht's ja nicht weiter. Warte mal, nee. Ich muss das anstrahlen. Das heißt, der muss dahin gehen. Und von da muss es irgendwo herkriegen. Das heißt, dahin. Und da muss es dort herkriegen. Und hier ist man am Arsch. Weil dieses Scheißding im Weg ist. What? Oder, nee, Quatsch, in die Richtung. Und dann von da, da. Ja, okay, alles klar. Oh, alles klar, wunderbar. So, dann dahin. Dann in die andere Richtung. Dahin, dahin und dann in die Mitte. Und die Mitte muss es an das Ding strahlen. Ich bin einfach so crazy unterwegs, Mann. Oh yeah, so besoffen kann ich gar nicht sein. Ich habe das Spiegelrätsel einfach komplett logisch durchdacht. Und bin einfach damit. Ist too easy to be true. I better be ready for some surprises. Ja, ich mache mich besser ready for some surprises. Aber ich seh's schon. Oh nee! Was los? Ah! Ja, ich sehe einfach schon die Falle. Wenn ich jetzt den Dolch nehme. Komm fliegen! Komm fliegen raus und die scheiß Fliegen. Kann ich mit Sand abwerfen? Ah, du hast recht! Darum ist hier auch Sand! Sammel Sand, so viel es geht. Hast du 5? Ich hab schon 5, ja. Geilo! Ich will 5 Fliegen killen. Ich glaub, mal bestimmt weg. It's a trap! Das war ein guter Plan, Leute. Das war der beste Plan. Die Trap hast du hier ausgesperrt. Ein bisschen. Das ist scheiße, weil eigentlich sollte schon drin. Ah, ne, komm schon rein. Jetzt kannst du hier fliegen, entspannt. Besiegen. Sand, würfe Sand! Mein Sandmann, oh lieber Sandmann! Ich hab das schon wieder völlig. Ist heute schon wieder so. Ich hab das schon wieder völlig vergessen, dass man mit dem Sand die Typen platt machen konnte. Fliegen. Ja. Pocket Sand! So, jetzt habe ich keinen Sand mehr. Jetzt muss ich da runterspringen und Sand holen. Oh nein! Oh, ich hab einen Dolch gehabt aus Versehen. Fuck, Mann! Hast du ein Messer geworfen oder was? Ja, ich hab meinen letzten Dolch gerade aus Versehen geworfen, weil der automatisch ausgerüstet war und ich nicht wieder umgestellt hatte auf den Sand. Das ist schlecht. Oh, Mann! Kacke! Verschwendung! Verschwendung makes me high! Das auch. Verschwendung!
Fliehe aus dem Heiligtum der Gesichter. Hä? Geil. Hast du gerade gesehen? Ja, was? Was unterbrochen ist. Was unterbrochen ist, geht das Tor zu. Haha. Stunden später. Ist das lustig? Ja, mega. Haha. Haben wir gelacht. So, ihr kleinen Cockroaches, jetzt müssen wir hier wieder rausfinden. Aus dem Papa Roach. Chalalabadland hier. Hein Dietrich, das hilft schon mal weiter. Eisenerz, viel wichtiger. Guck mal, vielleicht mal wieder ein scheiß Wurf. Oh, er fickt dich. Alter, der die mal mit ihrem fucking Pfiffi hier, Cockroach. Scheiße. Das geht so auf die Nüsse, ey, dass die immer mit so einem scheiß Vieh rumrennen müssen. Absolut. Springen wir wieder hoch und wieder zurück. Zack und weg und rüber. Und nimmer. Und springen und. Kack und geil und Pau. Und abgehen und oh, ins Gesicht und. So weiter und so fort. Und spring schon einfach weiter. I never got a chance to finish what I started with him. This time, I do it right. Backtracking, sag ich nur. Backtracking. Nicht mit uns. Eigentlich. Wie kommt man da jetzt hoch? Mach mal deine Vision an, bitte. Und jetzt da an der Wand. Töte aber Riemen. Ich soll da irgendjemanden töten. Achso, stimmt. Du musst jetzt den töten mit dem Dolch oder so. Blöd. Alter, da ist ja jemand. Hallo. Ja. Wo läuft der Barimel hin? Der läuft hoch, das ist praktisch. Da läuft man in das nächste Fenster her. Hey, der läuft uns eigentlich mehr oder weniger in die Arme. Sehr gut. Lauf hoch. Ha! Ah, scheiße. Okay, fuck. Was ist mit den... Was ist mit den... Warum? Jetzt? Bleib, nein. Was ist mit den anderen? Was ist mit denen los? Warum sind die so unfair? Ich habe noch keinen fucking Dolch mehr, den ich werfen könnte, ey. Ich habe keine Falle und nichts. Ich habe sogar so ein scheiß Dings hier verbraucht. Sogar das Ding habe ich verbraucht. Und das habe ich auch verbraucht. Ich habe alles rausgeballert, weil ich einfach gedrückt habe, weil ich gedacht habe, okay, ich habe wieder Sand. Ich bin so blöd, Alter. Jetzt ist er alleine. Ja, tatsächlich. Er ist alleine. Ja, oder minder. Ja, er kommt. Ah. Finally dead, but it still leaves a taste of unfinished business. Piss on your grave. Du wurdest entdeckt, warum? Du musst eigentlich dann schnell weg, oder wie? Also ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Wahrscheinlich nach oben guckt oder so. Ja, ich glaube, ich spring dann nochmal wieder rein. Mhm. Einfach unter den Tisch. Unter den Tisch ist immer gut. Das ist echt der in scheiß Wichsbehinderter. Fick ernst. Damn right, Biatch. Oh, oh, oh. Wie würde der Zwiebelneid sagen? So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich warte jetzt einfach direkt in einem scheiß Raum und am Tisch und dann schlachte ich einfach da drinnen. Ja, gute Idee. Ich weiß mit in der Truhe oder so. Aber eigentlich kannst du ja in der Truhe sitzen und den töten. Ich kann die hier auch einfach direkt abmoxen. Dann ist Ruhe hier drinnen und dann kann ich den hier gediegen töten. Oder auch nicht. Ach, ficken, ey! Echt so ein Scheißdreck hier! Folge ist vorbei. Du bist in der nächsten dran. Ich hab's gerade bemerkt. Tut mir leid. Ist okay. Leute, also, nächste Folge geht's weiter, in denen wir den komischen töten. Bella Ram Rushi Fushi Fifi. Bodo. Bonobo. Ciao. Ciao.